Wenn ich dir sagen würde, dass du in einer Woche 5 Kilo abnehmen könntest, wärst du überrascht? Ja, genau das ist mir passiert. Und nein, in diesem Prozess habe ich mich nicht hungrig gefühlt. Im Gegenteil, ich habe jeden Abend denselben köstlichen Salat gegessen. Jetzt möchte ich dir die Geheimnisse dieses wunderbaren Salats verraten. Denn ich weiß, dass gesunde und ausgewogene Ernährung einen großen Stellenwert in unserem Leben hat. Stell dir vor, du isst deine Mahlzeiten, genießt sie und plötzlich merkst du, dass die Kilos wie von selbst schwinden. Das ist genau das, was mir passiert ist. Ich esse einerseits leckere Mahlzeiten und verliere andererseits Gewicht. Und nein, ich spreche hier nicht von einem magischen Rezept oder einem strengen Diätprogramm. Ich habe einfach eine kleine Änderung in meinem Abendessen vorgenommen und abgenommen, ohne irgendeine Diät zu machen. Ich habe weder gehungert noch mich eingeschränkt. Jetzt möchte ich diese einfache, aber effektive Methode mit dir teilen. Schau auch unbedingt in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir für dich unsere speziellen Stoffwechsel-Suppenrezepte verlinkt, die nicht nur Bauchfett verbrennen, sondern auch deinen Stoffwechsel dauerhaft beschleunigen. Diese Rezepte erhalten alle unsere Zuschauer als Dankeschön fürs Ansehen kostenlos. Essen zu essen ist doch eine der angenehmsten Routinen unseres Lebens, nicht wahr? Besonders wenn wir etwas Leckeres und Gesundes essen, tut das sowohl unserem Körper als auch unserer Seele gut. Die Geschichte, die ich dir heute erzählen werde, handelt genau von der perfekten Vereinigung dieser beiden Welten, also des Geschmacks und der Gesundheit, und wie ich sie gefunden habe. Alles begann mit der Suche nach einem gesünderen Lebensstil. Wie immer, als ich durch die Tiefen des Internets navigierte, stieß ich auf unzählige Artikel und Blogbeiträge über Ernährung. Und ja, jeder von ihnen bot wertvolle Informationen. Aber was ich suchte, war nicht nur nahrhaft, sondern auch eine Lösung, die ich jeden Tag essen könnte, ohne dass mir langweilig wird. An diesem Punkt begann ich, in meiner eigenen Küche zu experimentieren. Mein Ziel war es, eine einfache, sättigende und nahrhafte Abendessenformel zu finden. Und letztendlich führten diese Experimente zu einem Salat, der ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlug. Dieser Salat bietet nicht nur ein farbenfrohes Schauspiel für die Augen, sondern auch ein Geschmacksfest für den Gaumen. Was ist also in diesem wunderbaren Salat drin? Die grünen Blätter, mit denen ich den Salat grundlegend zubereite, fallen nicht nur durch ihren Geschmack auf, sondern auch durch die gesundheitlichen Vorteile, die sie bieten. Dunkelgrüne Blattgemüse wie Rucola, Spinat und Grünkohl sind reich an Eisen sowie an den Vitaminen A, C und K. Diese Nährstoffe helfen nicht nur, den Grundbedarf unseres Körpers an essentiellen Vitaminen und Mineralien zu decken, sondern auch unser Energieniveau hochzuhalten und unser Immunsystem zu stärken. Zum Beispiel ist Rucola, obwohl er einen leicht bitteren Geschmack hat, reich an Vitamin K, das die Knochengesundheit unterstützt, sowie an Glucosinolaten, von denen man glaubt, dass sie im Kampf gegen Krebs helfen. Spinat ist besonders reich an Mineralien wie Eisen und Magnesium, die eine kritische Rolle in der Energieproduktion spielen und helfen können, Müdigkeit zu reduzieren. Grünkohl ist bekannt für seine starken antioxidativen Eigenschaften und bietet Vorteile in vielen Bereichen, von der Augengesundheit bis zur Hautgesundheit. Die farbigen Gemüse, die ich meinem Salat hinzufüge, erhöhen nicht nur die ästhetische Schönheit der Mahlzeit, sondern bieten auch eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen. Rote Paprika ist eine hervorragende Quelle für Vitamin C, stärkt das Immunsystem und verbessert die Hautgesundheit. Rotkohl schützt dank seiner starken antioxidativen Eigenschaften den Körper vor den Schäden freier Radikale und hilft, chronische Krankheiten zu verhindern. Karotten sind reich an Beta-Carotin, dem Vorläufer von Vitamin A, was nicht nur die Augengesundheit unterstützt, sondern auch die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne schützen kann. Wenn es um gesunde Fette geht, sorgen Avocado und Olivenöl nicht nur für einen reichen Geschmack und eine angenehme Textur meines Salats, sondern bieten auch ungesättigte Fettsäuren, die die Herzgesundheit unterstützen. Avocado ist voll von einfach ungesättigten Fetten, die gut für das Herz sind, und ist reich an Ballaststoffen und Vitamin B, was die Verdauung erleichtert und die Energielevel unterstützt. Olivenöl enthält Antioxidantien und entzündungshemmende Eigenschaften, die es zu einem Schutzfaktor gegen Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und einige Krebsarten machen.
Die Vielfalt der Proteinquellen, die ich anbiete, erhöht nicht nur die Sättigung des Salats, sondern liefert auch die essentiellen Aminosäuren, die der Körper benötigt. Gegrilltes Hühnchen ist eine hochwertige Proteinquelle und enthält alle essentiellen Aminosäuren, die für den Muskelaufbau und die Reparatur notwendig sind. Gedämpfter Lachs ist reich an Omega-3-Fettsäuren, verbessert die Herzgesundheit und reduziert Entzündungen. Pflanzliche Proteinquellen wie Linsen sind sowohl reich an Ballaststoffen als auch an Protein, was die Verdauungsgesundheit unterstützt und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl vermittelt. Und natürlich habe ich eine hausgemachte Soße zubereitet, die den Salat zusammenbringt und den Geschmack auf die nächste Stufe hebt. Diese Soße wird aus Olivenöl, Zitronensaft, ein wenig Knoblauch und optionalen Gewürzen deiner Wahl hergestellt. Diese einfache, aber effektive Soße vereint alle Zutaten des Salats perfekt und hinterlässt mit jedem Bissen einen bleibenden Geschmack auf dem Gaumen. Jede Zutat liefert die Nährstoffe, die der Körper benötigt, während sie auch helfen, chronische Krankheiten zu verhindern, die Energielevel zu erhöhen und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Wenn man diesen Salat als Teil einer ausgewogenen und nahrhaften Diät betrachtet, ist er ein wichtiger Schritt in Richtung eines gesunden Lebensstils. Jetzt ist es für mich zur Routine geworden, diesen Salat jeden Abend zu essen. Und das Beste daran ist, dass ich anfing, ohne zusätzlichen Aufwand Gewicht zu verlieren. Das war definitiv ein großer Bonus. Aber der eigentliche Gewinn war, dass ich mich energischer und gesünder fühlte. Ich erlebe keine plötzlichen Hungerattacken mehr tagsüber und wache morgens fitter auf. Während ich in das Abenteuer dieses Salats eintauche, gibt es noch ein Geheimnis, das ich mit dir teilen möchte. Das sind ein paar ungewöhnliche Zutaten, die ich dem Salat hinzugefügt habe und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit. Diese Zutaten machen meinen Salat nicht nur schmackhafter und bunter, sondern sind mit ihren Vorteilen für den Körper auch echte Superhelden. Lass uns zuerst über Seetang sprechen. Ja, du hast richtig gehört, Seetang. Es mag zunächst etwas seltsam erscheinen, aber Seetang ist ein erstaunliches Lebensmittel, das reich an Jod ist und den Stoffwechsel unterstützt. Die einzigartigen Antioxidantien im Seetang helfen auch, den Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen und Entzündungen zu reduzieren. Indem du Seetang in dünne Streifen schneidest und zum Salat hinzufügst, kannst du ein wenig von der asiatischen Küche auf deinen Tisch bringen. Ein weiterer interessanter Bestandteil ist Johannisbrotbaumpulver. Dieser natürliche Süßstoff ist eine ausgezeichnete Alternative für diejenigen, die die ungesunden Auswirkungen von raffiniertem Zucker vermeiden möchten. Johannisbrotbaumpulver ist natürlich süß und verleiht dem Salat einen leichten karamelligen Geschmack. Darüber hinaus ist Johannisbrotbaumpulver reich an Magnesium, Calcium und Ballaststoffen, was die Knochengesundheit unterstützt und die Verdauung erleichtert. Zuletzt möchte ich über Chiasamen sprechen. Diese kleinen Samen sind eine reiche Quelle für Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe und Protein. Indem du Chiasamen über den Salat streust, machst du ihn nahrhafter und erhöhst gleichzeitig deine tägliche Aufnahme von Omega-3. Ein weiterer großartiger Vorteil von Chiasamen ist, dass sie die Verdauungsgesundheit unterstützen und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl bieten. Diese ungewöhnlichen Zutaten zu deinem Salat hinzuzufügen, rettet dich davor, jeden Tag dasselbe zu essen und fügt deinen Mahlzeiten neue Geschmäcke und Texturen hinzu. Darüber hinaus hat jede dieser Zutaten ihre eigenen gesundheitlichen Vorteile, was deinen Salat zu weit mehr als nur einer Mahlzeit macht. Also zögere das nächste Mal, wenn du in der Küche experimentierst, nicht diese interessanten Zutaten auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht entdeckst du dein neues Lieblingssalatzutat. Denk daran, dass du für ein gesundes Leben keine strikten Diäten oder langweiligen Mahlzeiten brauchst. Mit ein wenig Kreativität und den richtigen Zutaten kannst du jeden Tag leckere und nahrhafte Mahlzeiten zubereiten. Außerdem empfehlen wir dir, deine Fettverbrennung mit unseren speziellen Stoffwechselsuppen zusätzlich extrem anzuregen. Die Rezepte dazu findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ungewöhnliche Zutaten wie Seetang, Johannisbrotbaumpulver und Chiasamen bereichern den Salat nicht nur geschmacklich, sondern zeichnen sich auch durch ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit aus. Was lehrt uns das? Zunächst zeigt es, dass gesunde Ernährung nicht langweilig oder eintönig sein muss. Im Gegenteil, mit den richtigen Zutaten und ein bisschen Kreativität kannst du jeden Tag leckere und nährstoffreiche Mahlzeiten zubereiten. Zweitens liegt das Fundament eines gesunden Lebens in einer ausgewogenen Ernährung. Und dieses Salatrezept ist ein perfektes Beispiel dafür, wie diese Balance erreicht werden kann. Zusammenfassend ist das Wichtigste, was ich auf dieser Reise gelernt habe, dass gesunde Ernährung zu einem Lebensstil werden kann und dafür keine großen Opfer nötig sind. Das Salatrezept, das ich dir erzählt habe, kann ein toller Start sein, um die Türen zu einer gesunden Ernährung zu öffnen. Vielleicht kannst auch du, genau wie ich, mit dieser kleinen Änderung große Unterschiede machen. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert, und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.